Bei mir geht es zunächst um die Winterzeit. Es geht um die beginnende Winterzeit. Oh, sehr schön. Viel Glück. Mir kommt das Bild in den Kopf von einer Landschaft mit einem Baum, der sich im Wind wiegt. Und die Blätter sinken durch den Wind zum Boden. Und es wird immer kälter und es wird windiger. Und die Nächte legen sich über das Land und verzaubern alles in eisige Oberflächen. Man sieht Häuser in der Ferne und die Lichter gehen aus und es wird ganz dunkel. Und ich schlafe ein. Als ich wach werde, kommen mir Tränen überall. Und ich habe ein faltiges Gesicht und die Atmung fällt mir schwer. Sehr schwer. Ich gucke hinaus zum Fenster und ich sehe, dass sich Eis am Fenster gebildet hat. Ich mache das Fenster auf und es ist ein bisschen kaputt, sodass ich meine Hand drunter durchstrecken kann und eine kleine Schneeflocke setzt sich in meine Handfläche. Ich erinnere mich plötzlich an damals, als es Winter war und die Lichter in den Häusern ausgingen und man ins Bett ging und dann hat man doch immer noch mal das ein oder andere Auge aufgemacht, um zu gucken, ob es schon schneit. Dann hat man den Schal, die Mütze angezogen und sich winterfest gekleidet, ist rausgegangen und in die kühle Luft gegangen. Und der Himmel war von Sternen übersät und es hat geschneit, überall, alles war weiß. Ich wollte am liebsten die Schneeflocken umarmen, vor lauter Freude rauslaufen und mit dem Schnee spielen. Ich sehe mich selber rückblickend, wie ich durch den Schnee laufe, durch diese weiße Winterlandschaft. Und ich spiele mit dem Schnee und mache Schneeballschlachten und versuche, die Schneebälle so weit wie möglich zu werfen und verstecke mich, wenn jemand anders wirft. Die Atmung fällt mir schwer, sehr schwer. Und eine Träne läuft mir die Wange herunter. Auf der Welt gibt es immer weniger Schnee. Aber wieso ist das so? Wer ist daran schuld? Wir sind alle mit dabei, daran beteiligt. Wir alle tragen dafür Verantwortung.